Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 auf unserer wunderschönen Big Farm Neubadelzagen-Map. Und ihr wundert euch vielleicht, wenn ihr hier zurückschaut, dass ich jetzt doch hier auf dem Grasfeld mit der Ballenpresse unterwegs bin. Ja, das hat einfach folgenden Grund. Ich kann nämlich den Ladewagenkollegen nämlich mit dem Helfer losschicken und das funktioniert ganz gut. Also der findet seinen Weg ordentlich und kommt auch meistens wieder heil zurück. Und damit ich dann hier ein bisschen noch was zu tun habe und wir vor allen Dingen hier vorwärts kommen, kann ich hier mit der Fastbale arbeiten und in der Zwischenzeit hier sozusagen die Reste schon mal aufarbeiten. Und wenn der Ladewagen wieder da ist, ja, dann wird der wieder voll gemacht und dann schicke ich den wieder auf die Reise. Ja, in der Zwischenzeit sieht es nämlich auch so aus, dass unsere anderen beiden Helfer, die ja den Aufträge machen, die sind jetzt auch bald fertig, zumindest einer, der ist so schon bei 96%. Da können wir dann auch gleich mal rüberschauen. Und dann mal uns angucken, wie es aussieht, weil dann können wir den Kollegen nämlich dann benutzen. So, bleiben wir mal kurz stehen. Dann können wir nämlich, da drüben kommt nämlich auch unser Helfer jetzt mit dem Ladewagen. Sehr schön, das funktioniert. Und er hier, ja, das ist er, der ist jetzt bei, wo ist er denn? So, hier sind die Aufträge 98%, also der müsste jetzt gleich fertig sein. Ja, den Teil von dem Feld hat er noch und dann hat er hier noch ein bisschen außenrum, habe ich noch ein bisschen außenrum hier abgefahren, sodass ein paar Prozent dazukommen. Aber der müsste jetzt dann mal so langsam fertig werden. Ja, und dann überlegt sich, ob er hier reinfahren soll. Ja, sieht so aus, als wenn er nicht hier reinfahren will. Okay, dann machen wir das jetzt von Hand. Sehr schön. Jo, dann können wir nämlich hier dieses Feld soweit fertig machen und dann können wir den da oben losschicken, um den Teil zu machen. Dann wird nämlich das Feld auch fertig. So, wir fahren jetzt hier rum und machen mal das Stückel hier. Denn was gemacht ist, ist gemacht. Sehr gut. Oh, okay. Zack. Und mal kurz geguckt. Ja, super, ist abgeschlossen. Also, 48, ja. Dann können wir den mal kurz zusammenklappen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am geschicktesten machen. Wir fahren mal darüber. Der andere hat ja da oben noch zu tun und die lange Strecke. Ja, da machen wir nämlich hier unten. Weil das Schöne ist ja am Grubern bei diesen Aufträgen, wir müssen ja nicht zu 100% hier alles fertig machen. So, dann fahren wir nämlich hier rein. Ja, weil das sind nämlich hier so ein bisschen die Teile von dem Feld, die man dann von Hand machen muss. Wie weit sind wir denn bei dem? 74%, okay. Den eigentlich mal so losschicken, damit er hier zwei Bahnen fährt. Oder? Jo, das passt. Okay, sehr schön. So, er ist hier noch am Rödeln und da hat er noch auf jeden Fall genügend Fläche, die er abarbeiten kann. Sehr schön, dann geht es hier nämlich auch zügig vorwärts. So, er ist auf dem Weg zurück. Dann können wir uns nämlich ihm wieder widmen. Und auch nochmal ein paar Ballen hier. Tempomat rein und dann einfach fahren. Und das ist das Schöne mit dem Fastbale. Der fährt zwar da nicht schnell, aber wir müssen nicht immer anhalten, wieder rückwärts fahren oder ähnliches, sondern der erledigt die Sachen hier ganz von alleine. Und dann haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Ballen zum Einsammeln und die dann gären können für September, Oktober, November, Dezember, für die Zeit, dass wir da auf jeden Fall dann auch ein bisschen was einwerfen können in unsere BGA. Sehr schön. So, ach, ich wollte gerade sagen, da oben müsste er jetzt gleich kommen, der Kollege. Sehr schön, dann machen wir nämlich hier gerade die Bahn fertig. Und dann können wir hier wieder... So, schalten wir den mal aus. Und hier nehmen wir den Helfer raus. Ja,
Ja, wir müssen ein bisschen gucken, da wir ja hier auf der PlayStation unterwegs sind und wir zwar jetzt auch schon ein bisschen bessere Helfer haben als noch im LS19, müssen wir trotzdem schauen, dass wir das hier alles ein bisschen optimiert hinkriegen, denn so schön wie die PC-Spieler haben wir es hier leider ja nicht auf der Konsole mit so tollen Sachen wie Cosplay und ähnlichem. Und da müssen wir schon ein bisschen schauen. Und mit dem Fendt habe ich ja immer das Problem, dass der meistens an der Kreuzung zu spät einschlägt und dann eben hängen bleibt. Und das ist nicht so gut. Das muss jetzt auch irgendwie, glaube ich, am Fendt liegen. Denn wie gesagt, er hier kommt ganz gut zurecht. Er kommt um die Kurven und dann kann man den wenigstens losschicken und das Ganze eben abliefern lassen. Und er kommt dann wieder zurück. Und somit kriegen wir ein bisschen Effizienz hier rein in die Map. Und kommen hier auch ein bisschen vorwärts, weil es sind schon etliche. Also es sind schon noch einige Bahnen hier. Also das ist ja ein sehr, sehr ergiebiges Feld. Ein sehr ergiebiges Grasfeld. Und deswegen ist es auch ganz gut, wenn wir das jetzt dann umgestalten, ein bisschen neu gestalten, neu einteilen, damit wir dann hier ein zusätzliches Feld für unsere Arbeiten bzw. für unsere anderen Früchte, Feldfrüchte haben. So, wie viel haben wir denn noch? 28% Siliermittel. Das heißt, da können wir auf jeden Fall auch nochmal zweimal fahren, bevor wir wieder auftanken müssen. Und jetzt wollte ich erstmal gucken, was der Gruber macht. Blick. So. Ah, der macht gar nichts. Sehr schön, der hat die Arbeit eingestellt. Wieso eigentlich? Wieso fährt er da nicht nochmal hier runter? Dann machen wir Folgendes. Dann soll er hoffentlich, reicht uns die eine Bahn, damit er wenden kann. So. Okay, dann machst du das hier. Und wir können hier weiterfahren. So, dann mal in die nächste Bahn hier rein. Kommen wir rum, ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, 13:43 Uhr und ich glaube gegen 15 Uhr oder 16 Uhr soll es dann mit dem Regnen beginnen. Ich weiß jetzt gar nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt, ist es beim Mähen? Nee, also jetzt beim Einsammeln oder so spielt es, glaube ich, keine Rolle. Zumal es auch kein Heu ist, sondern Gras. Aber deswegen sollte es trotzdem nicht nass werden. So, deswegen zügig hier abarbeiten. Sehr schön, sehr gut. So, an der Stelle darf ich mich recht herzlich bei euch auch immer bedanken für eure Kommentare und für eure Däumchen. Das freut mich immer sehr. So, den Kollegen schicken wir jetzt los. Augenblick diese Richtung. So, Job erstellen, Job und los geht's. Zack, zack. Und startet er. Ja, der muss immer ein bisschen überlegen. Jetzt geht's los. Jetzt fährt er da hinten raus. Naja, ist auch egal. Okay. So, was macht denn unser Gruber? Der Gruber hat da gewendet. Das hat soweit funktioniert. Ich denke, das wird hier auch funktionieren. Er funktioniert auch. Dann können wir hier weiter Ballen machen. Meine Güte, wo fährt denn er lang? Okay. Okay, okay. So, dann können wir hier weitermachen. Motor an. So, und einschalten. So, und wie gesagt, also recht herzlichen Dank für eure Kommentare, für eure Däumchen. Und wenn euch das Ganze hier auch gefällt, oder vielleicht auch eins der anderen Projekte, die wir am Start haben. Wir haben ja noch das wunderschöne, die Alpen-Map am Start. Spielen aber auch hier auf dem Kanal immer mal noch eine Runde The Division. Oder eben zurzeit ganz, ganz angesagt Golf mit EA Sports PGA Tour. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr natürlich den Kanal mit einem Abo unterstützt. Das wäre auch herzallerliebst. So, Delay, da hört man wieder im Hintergrund das Radio. Hat man kurz das Radio gehört? So, wir sammeln hier ein. Die kleinen Reste. Weil dann kommt er nämlich auch ziemlich zügig hier vorwärts. So. Ja, dann machen wir hier eine Bahn, jetzt wenn wir schon hier oben sind. So, machen wir hier eine Bahn mit Ballen. Jetzt wird er gleich langsamer.
Tempomat wieder rein und auf der oder in der Spur bleiben. So, wir schauen mal auf der großen Map, wo denn die Kollegen unterwegs sind. Okay, der Ladewagen, der schlägt gerade da oben bei Feld 4 ein und fährt jetzt den Feldweg runter zu unserem Fermentersilo. Und die anderen beiden Helfer sind mit den Gruppern auf jeden Fall auch unterwegs. Es ist immer ganz gut hier diese Übersichtskarte, um zu sehen, ob die Kollegen gerade wieder irgendwo hängen oder ob sie noch was machen. Jo, aber sieht ganz gut aus. Jo. So. Na, also da hat er auch schon wieder zwei Ballen gemacht. Und wir könnten eigentlich mal gucken, wie es mit der BGA aussieht. Zack. So. Okay, da haben wir noch genug Material drin. Müssen wir keine Ballen einwerfen im Moment. So, sehr schön. Wieder mal Zeit für einen Schluck. Und die Brille ein bisschen gerichtet. Ja, im nächsten Monat müsste dann soweit sein. Ich schaue noch mal ganz kurz in die Karte. Im nächsten Monat müsste doch soweit sein, dass wir endlich Mais und Sonnenblumen ernten können. Ich hoffe, dass wir im Oktober nicht bis auf November warten müssen. Das wäre nämlich schön. So. Ja, ich möchte eigentlich vor allen Dingen unten die Ballen machen, damit der Ladewagen nicht zu weit fahren muss. So. Ups. Ne, wir müssen schon auch das Teil hier ablassen. Sonst funktioniert es nicht. So, jetzt aber. Und weiter geht's. Nein, es geht über. Doch, geht weiter. Jetzt war ich doch für einen kurzen Moment irritiert. So, mal wieder auf die Karte schauen. Wo ist er denn? Ah, der ist jetzt am Fermentersilo, glaube ich, fertig, oder? Ne, der fährt erst zum Fermentersilo. Nein, wir werden sehen. Okay. So. Jetzt wird er wieder schön langsam, weil hier die Schwart richtig groß und dick ist. Nehmen wir uns diese Bahn als nächstes vor. So. Ist der andere Kollege schon da? Nein, ist er noch nicht. Ja, aber er ist jetzt, ja, da unten ist er. Gut. So, die anderen beiden arbeiten auch. Also im Moment alles im grünen Bereich. Das ist doch sehr schön. So, dann können wir den eigentlich hier jetzt erstmal abstellen. Da müsste den Ballen doch auch. Nee, macht er nicht. Okay. Mach, ist aber auch logisch eigentlich. So, aber. So, da müsste er doch da sein. Genau, der ist er doch. So, dann schnappen wir uns den Kollegen wieder, übernehmen und fahren mal hier rein. Ja, das hat jetzt überhaupt nicht gepasst. Irgendwas ist mal wieder. Chup, chup, chup. So. Jetzt ist er unten.
Ja, das sind eben so ein paar Dinge, so ein paar Funktionen, wo irgendwie, ich sag mal, ein Helfer fehlt. Das wäre halt wirklich hier dieses Thema mit den Ballen beziehungsweise auch mit dem Ladewagen. Das wäre halt schön, wenn man das hier noch umgesetzt kriegen würde hier auf den Konsolen, dass man gerade hier diese großen, großen Grasgeschichten dann auch ein bisschen automatisiert hinkriegt. Aber nun gut, wir behelfen uns so immer im Wechsel mit Ladewagen und mit Ballen. Und so haben wir dann auch ein bisschen aufgeteilt. Wir haben Material fürs Fermentersilo und wir haben Material, das neben hier auch gären kann, sodass wir dann auch was haben für die BGA, sodass die uns hoffentlich nicht allzu lange leer läuft. So, denn die bringt uns ja kontinuierlich Geld. Ansonsten wird nämlich der nächste große Geldfluss erst im Januar vermutlich sein, wenn wir dann unsere Feldfrüchte verkaufen. Das wird noch ein bisschen gehen. Was haben wir denn eigentlich jetzt alles eingelagert? Okay, Hafer. Ach so, ja, nur Hafer. Ja, das ist natürlich dann ein bisschen mau. Aber jetzt kommen ja Sonnenblumen noch dazu und Mais. Ja, da werden wir jetzt vermutlich wieder da drüben am Feldrand stehen. Dann wird er wieder außen rumfahren. Das dauert dann also ein bisschen länger. Naja, ist egal, dann machen wir halt eben mehr Ballen. Auf der anderen Seite müssen wir uns jetzt auch mal anschauen, wie weit die Kollegen sind auf der Gruber-Mission. Ach, da steht's, Lohndienstleistung auf Feld 2 zu 90% abgeschlossen. So, 92%, da kriegen wir hier drüben noch ein bisschen was mit. So, er ist fertig. Jetzt fahren wir trotzdem mal da rüber zur Straße, dann geht er nämlich hoffentlich dort lang. Und Job erstellen und Job starten. Ja klar, du fährst jetzt hoffentlich nicht gegen den Ballen, oder? Gut, dann schauen wir mal. Augenblick, hier schauen wir mal. Aha, er grubert da lang. Okay, hat da noch eins, zwei Bahnen. Er hat da auch noch ein bisschen. Sehr gut. Können wir hier auf jeden Fall wieder was einwerfen. Das passt soweit. Ups. So. So, wir haben ja da vorne an dem Liebherrn ja so ein kleines Gitter. Dann können wir ruhig ein bisschen andutzen. Ah, okay. So. Also, irgendeiner hat die Arbeit erfolgreich beendet. Da müssen wir mal schauen, wer. Also, der Ladewagen kann es noch nicht sein. Okay. Ups. Ach du Schande. So. Und. Okay. Komm, fall runter. So. Naja, und. Na. Jetzt. Jetzt aber. So. Er wird hier fertig sein. Okay.
So, was macht er? Er kommt jetzt... komischerweise fährt er auch immer da oben rum. Naja, okay, wenn es ihm recht ist, dann soll es mir auch recht sein. So, wie viel haben wir denn? Wir sind bei 94%, okay. Dann lassen wir den hier auf jeden Fall die Bahn noch machen. Jetzt muss ich mal schauen, er ist jetzt hier und er fährt dann das hier noch ab, okay. Und dann haben wir das da drüben noch, okay. So, ja, da wird er dann vermutlich nicht rumkommen. Das wird ihm zu schmal sein. Dann würde ich doch sagen, dann machen wir das jetzt hier erstmal gezielt fertig. Und dann können wir nämlich die Kohle einstreichen. Da sind dann hoffentlich auch so knapp 90.000, weil wir müssen ja die Miete abziehen. So, dann übernehmen wir das hier. Dann hier am Baum vorbei. Das müsste so passen. Machen wir hier auch gleich mal den Tempomat rein. Sehr schön. Ja, da hat einer anscheinend vom Bauern ein Grundstück erworben. Hier mittendrin im Feld. Oh, ich glaube, das war... Bleiben wir hängen, oder? Ah, keine Kollision, die Hecke. Okay, soll mal auch recht sein. So, dann hier. Ja, alles ein bisschen spät eingeschlagen. So, 97. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann werden wir in dieser Folge noch damit fertig. Dann gibt es ja sozusagen am Schluss als kleine Belohnung noch zu sehen, was haben wir jetzt uns hier mit diesen beiden Aufträgen dann zusätzlich erarbeitet. Wir sind jetzt bei knapp 50.000 in der Börse. Und wenn ich noch richtig weiß, haben wir auch noch 350.000 Schulden. Und die müssen wir auch noch irgendwie abarbeiten. Kosten uns ja Zinsen. Augenblick. Ja, nee, 300.000. Ja, der macht jetzt die Bahn, okay. So, dann fahren wir jetzt da oben hinter die Insel, weil das bringt mehr, als wenn wir jetzt da dieses kleine Flickenzeug noch machen. Ja, der müsste jetzt gleich zu sehen sein, der andere Gruber. Ja, da kommt er. Ja, genau, da machen wir die Fläche noch und das sollte doch jetzt dann zügig hier den Auftrag zu beenden bringen. Das sind schon Geschosse. So. Das passt aber auch bei dem Kollegen genau, ne, dass er die Bahn genau noch fahren kann. So. Ups. So, sind wir da in der Spur?
Oh, das passt. Das passt. So, was haben wir denn? Auftrag hier unten. Oh, abgeschlossen. Abgeschlossen. Haben wir das jetzt verpennt? Okay, zack. So, abgeschlossen. Dann können wir ja hier jetzt verkaufen. Aber nicht ohne nochmal schnell ein Thumbnail gemacht zu haben. Dazu schalten wir aber auch noch schnell hier die Hilfe aus. So, wunderbar. Nochmal ein schönes Thumbnail. Einmal. Und von dem Kollegen machen wir auch noch eins. Kleines Erinnerungsstück, wenn wir schon hier mit solchen Maschinen schon unterwegs sind. Mit dem großen Case. So, und zack. Und dann werden wir hier die Aufträge abschließen. So, einmal 48.000 abzüglich. Das macht dann 38 und 53. Ja, da kommt doch ein bisschen was zusammen. Also abschließen. Und abschließen. So, da sind dann 165.000 in der Börse. Und damit darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Mit diesem kleinen hier Abschluss. Ja, da haben wir nochmal richtig Geld gemacht. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken für die Aufmerksamkeit. Das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich werde jetzt da hinten noch das Grasfeld hier hinten weiter einsammeln. Denn auch unser Ladewagen ist jetzt wieder da. Der gute Bergmann Shuttle 490S. Und den schalten wir erstmal aus. Und genau, das werden wir jetzt noch fertig machen. Und dann geht's in den nächsten Monat. Und dann beginnen wir hoffentlich endlich mit der Ernte von Mais und Sonnenblumen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal hier bei mir LS22 auf dem Kanal. Danke, danke.